Geld hat dafür da, was wir dürfen. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu diesjährigen Vernissage von Barbara Katzenschlager und Nikolaus Kopf. Und möchte auch zugleich begrüßen an unserer Spitze den Herrn Bürgermeister von Echtgraben, Herrn Landtagsabgeordneten Michalitsch, dann den Altbürgermeister von Neuwenkbach, Herrn Kurzbauer, Nationalratsabgeordneter und sämtliche Gemeinderäte, welche hier anwesend sind. Und weiters möchte ich auch die Künstler begrüßen, nämlich Herrn Sekmit von LiveGame, die ich zu sehen, wenn ich irgendjemanden vergessen habe. Es tut mir leid. Es sind so viele hier anwesend, was mich besonders freut. Und ich möchte das Wort Herrn Bürgermeister weitergeben. Danke, lieber Franz. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie herzlich heute hier begrüßen in Echtgraben in unserem schönen Fuhrwerkerhaus. Der Franz Ondraschek ist einer aus dem Team des Fuhrwerkerhaus, so ein Haus zu bauen. Wenn Sie das einmal sehen, das Wienerwaldmuseum und auch das lebendige Handwerk, das ist eine ganz große Sache. Und so ein Haus zu betreiben, ist natürlich über die Jahre, das gibt es jetzt schon über 10 Jahre, ist eine vielleicht noch größere Leistung im Laufe der Zeit. Lieber Franz, dir und deinem Team herzlichen Dank, weil ohne diese Arbeit von euch könnten wir heute nicht hier sein. Also, ein paar Sätze habe ich noch zu sagen. Also, als Bürgermeister von Eichgraben ist man ja in einer schönen und glücklichen Lage. Wir sind eine wunderschöne Wienerwaldgemeinde. Unser kleiner Slogan ist jetzt mittendrin. Wir sind genau in der Mitte zwischen Wien-Westbahnhof und St. Pölten Hauptbahnhof. Genau in der Mitte liegt die Station in Eichgraben. Seit es die Station gibt, wächst auch Eichgraben. Vorher, wir hatten am Anfang gar keine Station. Also, wir sind mit der Westbahn entstanden in einer sehr schönen, nicht ganz wegsamen Gegend des Wienerwalds. Und wer in Eichgraben wohnt, so wie ich das tue, tut gut daran, sich im Wald zu bewegen. Ich bin ein Mountainbiker und ich freue mich daher über diese Ausstellung, weil ich glaube, dass das wirklich das einfängt, wenn ich auf die Frau Barbara Katzenschlager kurz Bezug nehme, was wir hier erleben. Wenn du in den Wald gehst bei uns, der ändert sich natürlich in den Jahreszeiten, das wird alles die Frau Direktor Hackl vom Biosphärenpark uns erzählen, aber der ist einfach, der wandelt sich und ist doch beständig. Und immer wieder hat man so Situationen wie hinter uns, dass einfach die Sonne durchbricht, ne, oder ein spezielles Licht ist. Und Wald ist ja eigentlich pure Energie. Sonnenlicht in Materie umgesetzt, also etwas, wovon wir letztlich leben. Schön, dass es diese Ausstellung gibt. Und zum Herrn Kropp, denke ich mal, ist das auch etwas ganz Wunderbares, was wir sehen. Mir erinnern diese Dinge an die Landesausstellung, die heurige, Wein und Brot, da ist im Urgeschichte-Museum zu sehen, wie die Menschen in der Steinzeit gelebt haben. Und die Steinzeit war eigentlich eine Holzzeit. Der Stein war das Härtere, aber das Holz war das, was sie am meisten verwendet hat. Und dort sieht man, wie die Menschen mit großer Kunde, mit viel Bedacht, einfach Holzstücke ausgesucht haben, die zu was taugen, die irgendeine spezielle Form haben. Und das machen sie auch, also ganz archaische Dinge bringen sie in eine Form, wo man staunt, was es alles gibt. Und das spricht für sich und ich freue mich, dass wir zwei so engagierte Künstler, die ihren Weg gehen, bei ihnen sehe ich es ja schon seit einigen Jahren, und wirklich schöne Kunstwerke haben. Also ich begrüße Sie und wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren künstlerischen Weg. Danke. So, und nun darf ich meine Hackl begrüßen, die Direktorin des Biosphärenparks und Botschafterin des Waldes. Sie wird ein paar kurze Worte
zu sprechen. Dankeschön. Ob die so kurz wären, weiß ich jetzt nicht. Nein, das ist kurz. Wenn es herzvoll ist, geht das vom Mund über. Meine Damen und Herren, die Seele des Waldes. Wenn wir von Wald sprechen, sprechen wir, jetzt machen wir es einmal ganz knallhart, von der Hälfte der österreichischen Staatsfläche. Wir sprechen von 173.000 Familien, die für diesen Wald zuständig sind. Wir sprechen von 300.000 Menschen, die im Wald ihr Einkommen haben. Wir sprechen vom zweitwichtigsten Außenhandelsfaktor nach dem Tourismus. Das ist wichtig. Aber wenn wir vom Wald sprechen, wissen wir auch, dass die Hälfte aller Arten, Tier- und Pflanzenarten im Wald zu Hause sind. Dass der Wald uns vor Naturgefahren schützt. Dass wir ohne Wald keine saubere Luft haben. Dass wir kein sauberes Wasser haben. Versuchen Sie einmal, ein paar Minuten ohne Luft zu leben. Es wird Ihnen nicht gelingen. Oder ohne Wasser. Wie der Herr Bürgermeister und Abgeordnete schon gesagt hat, der Wald ist lebensnotwendig, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Wald ist aber wesentlich, wesentlich mehr. Der Wald ist seit vielen, vielen Generationen, seit Menschengedenken, nicht nur für den Körper unerlässlich, er ist auch für den Geist und die Seele wichtig. Der Wald ist eine ganz, ganz große Quelle der Inspiration. Für die Kunst, für die Malerei, für die Musik, wir haben es vorhin auch gehört. Wenn ich mich so ein bisschen umschaue, da gibt es Waldfeen und Elfen. Der Wald inspiriert und bis in die Küche hinein. Der Wald ist überall anwesend und durchdringt unser Leben. Auch wenn wir das nicht so wahrnehmen. Er ist immer da, er ist nur nicht laut und vorlaut, sondern er ist einfach lebensnotwendig. Er ist ein Multitalent, er ist ein Universalgenie. Und es kommt nicht von ungefähr, dass sich Künstler von diesem Wald und diesem Universalgenie richtig angezogen fühlen. Die beiden Herrschaften, die hier bei uns sind, sind der beste Beweis dafür. Die Seele des Waldes in Form und Farbe heißt diese Ausstellung. Und die Seele des Waldes in Farbe gesetzt hat Frau Barbara Katzenschlager. Ich darf Sie ganz, das ist nicht notwendig hier in dieser großen Runde der Fans, aber nur so zur Erinnerung, Frau Katzenschlager ist gebürtige Wienerin und lebt seit 1988 hier mit ihrer Familie im schönen Eichgraben. Sie hat gelernt bei einem sehr bedeutenden Künstler aus Neulenkbach, bei Herrn Magister Franz Trapella. Ich glaube, das ist wirklich ihr Mentor gewesen. Und sie sagt von sich selber auf ihrer Homepage, meine Passion ist das Malen. Und die Leitmotive sind Licht, Liebe und der innere Frieden. Und wenn man so ein bisschen auch das mit dem Wald kombiniert, passt es ganz, ganz hervorragend. Das ist so genau die richtige Richtung. Frau Katzenschlager hat schon einige Ausstellungen gemacht, in Neulenkbach, in Wien, aber auch in der Steiermark und natürlich hier im Fuhrwerkerhaus in Eichgraben. Etwas ganz, ganz Neues und etwas ganz, ganz Besonderes stellt sie heute hier vor. Es ist, so wie ich das mitbekommen habe, eine gemeinsame geistige Produktion. Die beiden Künstler nennen es Astart. Es ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, diese Astgabeln und dazwischen die Leinwand, die bemalte Leinwand. Das ist, wie das so schön neu hochdeutsch heißt, ein absoluter USB. Das ist neu, das werden Sie noch nirgend auf der Welt irgendwo gesehen haben. Ja, nur damit Sie sich der historischen Tragweite dieser Veranstaltung auch bewusst sind. Die Seele des Waldes in Form gesetzt, ja, Farbe,
und Form, in Form gesetzt von Nikolaus Niki Propp. Er kommt auch aus der Gegend, aus dem schönen Irenental. Tulnerbach hat dort am Norbertinum die landwirtschaftliche Fachschule besucht und ist Forstfacharbeiter, hat das gelernt und ist von Anfang an bei der MA 49 berufstätig. Also er ist ein wirklicher Forstmann. Ja? Also er ist ja, ein Forstmann. Das auch raus, weil meistens sozusagen so das Handwerkliche und die Küsse, das schließt sich aus. Nein, überhaupt nicht. Er ist das lebende Beispiel Kunst und Handwerk im besten Sinne des Wortes, das verträgt sich ganz, ganz wunderbar. Er kann alles. Ja. Ich habe das hier alles aufgeschrieben. Ich nutze das jetzt ab von Kerbschnitzereien, Masken, Schnitzen und autodidaktisch auch gekommen zur Holzbildhauerei, zum Schaffen von Skulpturen. Sie können das hier alles ganz wunderbar nachvollziehen. In letzter Zeit ist das Drechseln, glaube ich, so ein bisschen in den Vordergrund gekommen. Und was mich als Direktorin des Biosphärenpark natürlich besonders freut, sie verwenden heimisches Holz, auch Obstgehölzer. Und das Besondere ist, und ich habe mir das vorhin auch schon angeschaut, er spielt unglaublich mit der Farbe und mit der Faserung dieser Hölzer. Das muss man können, ja? Dass genau an dieser einen Auswölbung diese Faserung herauskommt, das ist ganz, ganz hohe Kunst. Da muss man, wie der Klotz vor einem steht, ja? Muss man schon erkennen, wo diese Wölbungen herauskommen. Das ist das Können, ich kann das nicht. Gleich zu sagen. Er ist nicht irgendwer. Auch er hat schon viele, viele Ausstellungen bestückt. Ich lese die jetzt alle nicht vor, weil sonst stehen wir morgen noch da. Aber 2012 hat er sehr, sehr erfolgreich beim Zirbendesign-Wettbewerb des Kuratorium Wald teilgenommen und die Kunstwerke stehen heute noch am Himmel, sind bis Mitte 2014 zu besichtigen. Meine Damen und Herren, das sind die beiden Künstler, denen wir heute bitte schön huldigen dürfen. Ja.